und erteile als ersten Redner den Gerhard Daimek ist der erste Redner, kommt von der FPÖ. Bitte. Danke, Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, Herr Staatssekretär. Die zwei Gesetze, die wir heute beschließen, sind zur kleine, unter Anführungszeichen, aber auch feine Gesetze. Das erste, das Bundesgesetz, mit dem das Luftfahrtgesetz geändert wird. Ja, es sind ein paar Änderungen rund um die Bestimmungen mit der Zuverlässigkeitsprüfung. Vor allem auch wichtig, eine Schaffung einer neuen Bestimmung zur Einführung eines Luftfahrtregisters, eines Hindernisregisters. Das ist immer wieder das Spannende, nämlich wo sind wirklich welche Hindernisse, wo kann man sozusagen mit dem freien Flug entsprechend arbeiten. Und dieses Register ist natürlich insofern auch wichtig, dass die Nutzung wirklich dezentral auch bei den Nutzern oder bei den Bürgern ankommt, auch wenn es wie in diesem Fall auf dem Weg über die Behörden ist. Und was auch noch wichtig ist, das rückwirkende Inkrafttreten des Rahmenvertrags mit dem Aeroclub. Für dieses und für das zweite Gesetz sind zwei grundsätzliche Bemerkungen zu machen. Es sind teilweise Umsetzungen von EU-Verordnungen und vor allem die Einbindung, die spannend war, wie wird der Zivilluftfahrtbeirat, wie wird der Aeroclub eingebunden und wie werden wir als Parlamentarier eingebunden. Die Begutachtung war sehr kurz, aber der Staatssekretär hat das insofern ausgeglichen, als er mit der Mitarbeiterin das Ganze direkt in den Gesprächen mit den Fraktionen gelöst hat. Soweit okay. Perfekt. Im zweiten Teil gibt es ein paar Sachen, die beim zweiten Gesetz, nämlich dem Flughafenentgeltgesetz, die weder mit dem Aeroclub bzw. unserem Vertreter als auch mit den Einwendungen des Kollegen Hafenecker abgestimmt wurden. Die wären uns wichtig gewesen. Wir sagen daher bei dieser Novelle nein. Eine Korrektur in den kommenden Jahren kann ja jederzeit durchgeführt werden. Dankeschön. Nein zur Novelle des Luftfahrtgesetzes, sagt Gerhard Daimek als Forschungssprecher der FPÖ.